Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch Pflanzen, die sehr schnell wachsen. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit der ersten Pflanze an, die auch wirklich so schnell wächst. Also ich würde sagen, das ist auch die Pflanze, die am allerschnellsten wächst. Vor allem, wenn sie halt sehr hell steht, und es ist die Bananenpflanze. Ich blende euch hier mal ein, wie groß sie war, als ich sie bekommen habe. Und jetzt sieht sie halt so aus. Sie steht auch bei mir gerade draußen, also sie kann auch volle Sonne ab. Und sie kriegt hier ganz viele kleine Ableger. Aber ich kann sie auf jeden Fall mal abduschen, weil dadurch, dass sie draußen steht, ist sie ein bisschen eingestaubt. Und klar, sie hat hier so ein paar Stellen, wo sie nicht perfekt aussieht, aber sie produziert hier ein Blatt nach dem anderen. Das ist gerade hier das Neueste. Und ich finde, das ist, oh, ihr seht es gar nicht so. Das hier ist das Neueste und ich finde, das ist sehr groß und sehr, sehr schön. Hier sieht sie eigentlich auch ziemlich cool aus, aber da würde sie nicht genug Licht kriegen, leider. Deswegen steht sie draußen, aber da sieht es auch cool aus. Die zweite Pflanze, die auch so krass unfassbar schnell wächst, ist die Zebrakraut. Das ist das Zebrakraut. Ja, das waren jetzt hier, glaube ich, zwei Ableger und die verzweigen sich selber. Also die Pflanze verzweigt sich unten selber. Und auch wenn man dann noch mehr Ableger schneidet, dann verzweigt sie sich auch immer mehr. Also ich glaube, ich werde hier oben, da sieht sie nämlich relativ kahl aus, da werde ich noch mehr Ableger reinpflanzen, damit sie sehr, sehr, sehr voll wird. Aber eine Pflanze, die man auf jeden Fall mega easy und schnell vermehren kann, weil die Ableger extrem schnell wurzeln und die Pflanze wächst auch schnell. Also wenn ihr eine Pflanze haben wollt, die wächst und wächst und wächst und ihr quasi gar nicht schauen könnt, wie schnell sie wächst, dann holt euch Zebrakraut. So, dann als nächstes kommen wir zu meiner Kaffeepflanze. Die sieht mittlerweile so aus. Und die habe ich auch relativ klein bekommen. Man sieht hier, dass auf jeden Fall der eine Strang so ein bisschen dominant ist. Also der, sonst wäre sie so groß. Und der nimmt jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen Licht den anderen weg. Aber ja, die wächst auch super, super schnell. Und die zeigt auch immer mega gut an, wenn sie durstig ist. Ich dachte gerade, ich habe Tripse gesehen, aber zum Glück nicht. Die Kaffeepflanze wächst auch mega schnell, solange sie hell steht. Also ich habe sie relativ hell stehen und solange sie auch genug Wasser kriegt. Genau. Also ich finde, sieht sehr cool aus. Ich mache euch immer mal so im Vergleich ein Bild rein, wie sie aussah, als ich sie bekommen habe und wie sie jetzt aussieht, weil dann kann man, glaube ich, noch mal ganz gut erkennen, wie gut sie so gewachsen ist. Dann als nächste Pflanze zeige ich euch meine Monstera Adansoniae. Nicht wundern, die hat hier so zwei bisschen gelbe Blätter, die ich noch nicht abgemacht habe, weil ich sie jetzt, glaube ich, das letzte Mal ein bisschen zu, weil ich sie, glaube ich, ein bisschen zu spät gegossen habe. Und seitdem sind die beiden Blätter hier so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Aber die wächst auf jeden Fall auch mega, mega schnell. Also ich habe ja auch vor kurzem gerade wieder Ableger geschnitten. Und dadurch, dass ich jetzt auch mehrere Pflanzen in diesem Topf quasi habe, treibt sie an immer mehr Stellen aus. Und das freut mich natürlich. Also hier kriegt sie gerade ein neues Blatt. Und hier auch. Und ja, das macht mich auf jeden Fall happy, weil man immer neue Blätter hat, die man anschauen kann. Also Monstera Adansoniae. Hier kann ich den Vergleich jetzt nicht so krass gut zeigen, weil ich halt schon extrem viele Ableger auch geschnitten habe. Dann kommen wir jetzt zu einer Pflanze, die am Anfang, ja, wie soll ich sagen,
mit der ich ein bisschen Probleme hatte, die erst gar nicht gewachsen ist. Und seitdem ich sie in die Küche gestellt habe, eigentlich stand sie da mal nur so aus Isolationszwecken, weil sie Tripse hatte. Und dann habe ich sie da einfach stehen lassen und seitdem ist sie richtig am Ausrasten. Das finde ich mega, mega cool. Und zwar ist das die Philodendron Xanadu. Und die habe ich auch super, super klein gekriegt. Also ich blende auch nochmal ein Bild ein, wie sie aussah, als ich sie bekommen habe. Da konnte man nämlich noch gar nicht diese Blattstruktur sehen. Und ich finde die so cool, Leute. Ich war immer schon voll traurig, weil die so, ja, so vor sich hin gelitten hat, sage ich mal. Und ja, ich immer dachte, bitte werd größer, damit die Blätter auch so halt so cool aussehen. Und jetzt bin ich an dem Punkt angelangt und ich hoffe, dass sie noch schön weiter wächst. Ich glaube, ich muss sie auch mal bald umtopfen, ja. Und da bin ich auf jeden Fall auch gespannt, wie die Wurzeln aussehen. Und ja, ich finde irgendwie cool, dass sie so ein bisschen so wild aussieht. Und ja, halt die Blattstruktur finde ich, also die Blattform finde ich mega cool. Deswegen, ja, im Moment gibt sie mir ein Blatt nach dem anderen jetzt, seitdem Sommer ist. Und das macht mich so happy. Das glaubt ihr wirklich gar nicht. Also die gehört auf jeden Fall auch im Moment zu meinen Lieblingspflanzen, weil das ist, glaube ich, das neueste Blatt. Das einfach, ich finde die einfach mega cool. Später, wenn ich mal eine größere Wohnung habe, dann kriegt die so einen richtigen Ehrenplatz, glaube ich. So viel dazu. So, jetzt habe ich noch drei Pflanzen, die ich euch zeige. Und ich fange an mit der Raphidophora tetrasperma. Die sieht so gerade bei mir aus. Da habe ich auch schon ein paar Ableger geschnitten und ich finde, die sieht sehr cool aus. Ich habe sie jetzt gerade so auf dem Regalbrett über meinem Bett stehen. Und ich dachte erst, ist das jetzt so dunkel für sie? Aber eigentlich ist gar nicht da dunkel. Aber keine Ahnung, davor stand sie halt immer schon näher am Fenster. Aber seitdem sie da steht, ist sie jetzt auch irgendwie am Ausrasten. Und das freut mich, weil die Blätter jetzt hier auch echt immer größer werden. Und ja, ich muss die auf jeden Fall mal gießen. Man merkt ein bisschen, dass die so weich ist. Genau, aber die ist auch, seitdem ich sie bekommen habe, wirklich so krass gewachsen. Yes! Also die Raphidophora auch sehr pflegeleicht, finde ich. Und wächst mega schnell, wenn sie erstmal angefangen hat zu wachsen. Ich würde sie auch gerne eigentlich so irgendwo hoch wachsen lassen. Ich glaube, das würde auch sehr cool aussehen. Und dann werden die Blätter ja auch noch mal ein bisschen größer. Das wäre echt cool. So, dann habe ich jetzt noch zwei Pflanzen. Einmal jegliche Art Efeutute. Ich habe jetzt hier eine kleinere, nur um euch das einmal zu veranschaulichen. Genau, also Efeututen, das sind jetzt kleine, aber die wachsen auf jeden Fall auch mega schnell, sind super pflegeleicht und ja, verzeihen dir auch echt viel. Also sie können in niedrigeren Lichtverhältnissen stehen, sie können sehr hell stehen, sie verzeihen dir auch, wenn du sie mal vergisst zu gießen eine längere Zeit und falls du sie jetzt einmal ein bisschen überwässerst, ist auch nicht so schlimm. Also die sind jetzt nicht so empfindlich, das ist halt mega, mega cool. Also eigentlich mit einer der coolsten Pflanzen, die ich mir vorstellen kann. Und dann zum Schluss eine Pflanze, die jetzt nicht sehr groß bei mir ist, aber man sieht ganz viel neues Wachstum gerade an ihr und ich habe auch schon öfter Ableger geschnitten. Jetzt gerade vor kurzem habe ich noch mal mehr geschnitten. Auf jeden Fall die String of Hearts. Hier oben sieht man, wie sie schön neu wächst. Also ich habe hier jetzt auch ein paar Ableger dazu gepflanzt und so will ich es jetzt auch immer weitermachen, dass ich immer wieder Ableger dazu pflanze, damit sie halt irgendwann hier so komplett rumwachsen kann. Dafür müssen es aber sehr viele Stränge sein. Und ja, da habe ich, glaube ich, noch ein bisschen was vor mir. Aber ja, ich finde das ganz cool, wenn man eine sehr schön volle Pflanze irgendwann hat. Ich glaube, man sieht ganz gut, dass, also hier die Stellen, an denen sie neu austreibt.
Und klar, sie ist jetzt nicht mega groß und ich habe sie auch schon relativ lange. Ich habe immer mal wieder Ableger so geschnitten, um sie halt voller zu machen. Deswegen ist sie jetzt noch nicht so krass groß. Aber Leute, one day, irgendwann habe ich es geschafft. Ich könnte mir auch einfach eine kaufen, die ich dazu pflanze, aber irgendwie mache ich es nicht. Naja, so bin ich vielleicht umso happier, wenn es nachher, wenn sie nachher auch richtig, richtig schön groß ist. Yes. Ich würde sagen, das waren so die Pflanzen, die ich habe, die am schnellsten wachsen und die mir gerade am meisten Freude bereiten, dem am Wachsen zuzuschauen. So meine anderen Philodendren, also zum Beispiel die Philodendron verrucosum oder auch meine Monsteras, die wachsen auch relativ schnell, also oder die, meine Alocasias auch, aber die sind gerade so, die stechen ein bisschen raus. ja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat und euch vielleicht ein paar Anregungen geben konnte über ein paar Pflanzen, die ihr noch nicht habt, die euch zu holen oder so. Weil die schnell wachsen, I don't know. Auf jeden Fall, ja. Freut es mich, wenn ihr bei meinem nächsten Video wieder dabei seid. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und folgt mir gerne für weitere Pflanzenvideos. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen und ich hoffe, dass ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Bis bald!